Willkommen auf Planet Eternia TV. Zunächst einmal wieder vielen Dank für das Feedback zum letzten Video. Hat mich wie immer sehr gefreut. Meine Stimme hört sich wahrscheinlich heute etwas kratzig an, da ich leicht erkältet bin. Ich möchte euch aber trotzdem das geniale Slime Pit Heman Custom von Snowbro vorstellen. Slime Pit Heman selbst basiert natürlich auf dem Mini-Comic Escape from the Slime Pit. He-Man wird hier mit grünem Schleim überzogen und wird zum Diener Hordax, ehe er sich am Schluss befreien kann. Das Custom-Set wurde von Aaron hergestellt, der auf Facebook und Instagram als Snowbro bekannt ist. Es sind auch zwei Aufkleber mit seinem Logo dabei. Der Name basiert auf dem Mega Drive-Spiel Snow Brothers und auch das Logo basiert darauf. Des Weiteren liegen dem Set zwei Stands bei, passend in grün. Rechts der große Stand für die Slime Creature und Slime Pit He-Man und links ein weiterer Stand. Von der genialen Charakterzeichnung, die vorne auf der Karte zu finden ist, gibt es noch zwei Aufkleber, großartig illustriert von Albert Hulm. Sieht einfach super aus. Albert Hulm hat auch die Cardback-Illustration erstellt, die zusätzlich als Poster beiliegt. Ein absolutes Meisterwerk, wie ich finde. Rechts unten die Originalunterschrift und dann die Limitierung 7 von 20. Rechts neben dem Slime Pit ist Hordak zu sehen und ein Charakter, der auf Grislor basiert. Ebenfalls ein Custom von Snowbro namens Gore. Und dann Slime Pit He-Man selbst. Mit der Doppelaxt in der Hand und einem richtig bösen Gesichtsausdruck. Und im Hintergrund natürlich das Slime Pit. Absolut großartig. Und dann liegt auch noch eine Slime Creature in einer eigens gestalteten Box bei. Diese wurde von Olli auf Instagram bekannt als King Öl modelliert. Die Kreatur selbst wurde von Axel Jimenez für das PowerCon Horde 4-Pack kreiert, hier auf dem Artwork. Und Aaron hat die von Olli modellierte Figur dann abgegossen. Hier die schön gestaltete Box mit dem Masters of the Universe Logo, der Name Slime Creature, der gelbe Stern mit dem Modern Posing Retro Play und die Kreatur selbst in der Blisterbox. Auf der Seite ist noch einmal das Artwork zu sehen. Die Augen wurden hier rot gemacht. Rechts das Original. Dann die Unterseite. Die andere Seite. Und auf der Rückseite geht das Artwork weiter mit dem Slime Pit. Und noch einmal die Limitierung. 7 von 20. Wirklich eine geniale Beilage. Nun aber zu Slime Pit He-Man selbst. Hier erst einmal ein paar Bilder zum Entstehungsprozess, die ich von Aaron bekommen habe. Hier die einzelnen Teile, alle natürlich abgegossen. Dann die Federn für den Hüftschwung und die Beingummis. Hier die Beine auf Ständern. Dann die Köpfe. Und die bemalten Köpfe. Und hier alle Einzelteile. Und eine ganze Slime Pit He-Man Armee. Was für ein Anblick. Und zuletzt noch die Karte mit den genialen Illustrationen von Albert Hulm. Und nun zu meiner Figur auf Karte. Natürlich gestaltet im Stil der Vintage-Karten. Oben mit dem New Logo, natürlich auch mit Stunts, dann das große Masters of the Universe Logo, The Evil Horde, Slime Pit He-Man. Links der Hinweis auf den Hüftschwung, Twist his waist, he swings back with a punch. Dann der Untertitel, Hordak's Monstrous Slave. Und die geniale Charakterzeichnung. Dann der wiederverschließbare Blister.
Rechts unten das Mattel-Logo, allerdings mit dem Namen Snowbro. Und darüber eine Nummer. 2001, 20.01. ist der Geburtstag von Aaron. Hier das Zubehör in einer Tüte. Und die Figur selbst. Sieht einfach großartig aus. Mit punktgenauer Bemalung und aus transluzentem Resin gegossen. Und dahinter ein Mini-Comic-Einleger. Die Gestaltung der Figur basiert auf dem Horde Zombie He-Man von den Masters of the Universe Classics, hier rechts zu sehen. Und an dieser Stelle natürlich der Vergleich mit etlichen weiteren Versionen. Hier die Classics-Version in Originalverpackung. Dann die Reaction-Version von Super 7. Slime Pit He-Man von World's Smallest. Dann der Funko Pop. Ebenfalls von Funko die Soda-Version als Chase-Figur. Dann Slime Pit He-Man von Loyal Subjects. Hier gab es sogar zwei Versionen. Dann von Mega. Bei den Eternia Minis. Und eine Giant-Version und reguläre Version, die Mattel auf einer Messe präsentiert hat. Leider nie erschienen. Dann ein tolles Custom von Barbarossa aus Frankreich. Ein weiteres Custom von Man at Customs. Kurz Mac. Und dann noch drei weitere geniale Customs von Timo. Auf Instagram bekannt als Romit12379. Hier sogar mit Tape. Und eine Origins-Version. Und hier an dieser Stelle noch der Vergleich mit der Vintage-Version von He-Man. Man sieht hier auch, wie unglaublich gut die Karte gemacht ist. Und die beiden Figuren im Vergleich. Und dann noch der Vergleich mit zwei weiteren Slime Pit He-Man Customs, die in meiner Sammlung sind. Und zwar von den Origins. Hergestellt von Jürgen und Carsten, auch bekannt als PokingJoe78 und Master Ölli. Diese Version ist ebenfalls transluzent und komplett gegossen. Das Grün ist etwas knalliger, passt aber gut zu den Origins, wie ich finde. Ebenfalls eine tolle Version von Slime Pit He-Man. Und hier noch die zweite Version von den beiden. Hier handelt es sich um eine bemalte Figur. Diesmal nicht transluzent, aber ebenfalls mit einem schönen Effekt. War ein Toyplosion Exclusive und auf 10 Stück limitiert. Doch nun wieder zurück zum genialen Custom von Aaron. Hier nun alles ausgepackt und zunächst einmal die Slime Creature. Sieht einfach total abgefahren aus. Der Kontrast von den roten Augen zum grünen Körper passt natürlich super. Und dann zur Figur selbst. Ist in einem kleinen Tütchen, wie damals bei den Vintage-Figuren. Und auch die Waffen sind in einer kleinen Tüte. Und dann gibt es noch den Mini-Comic-Einleger. Passend natürlich Escape from the Slime Pit. Die Rückseite ist hier unbedruckt.
und die Figur ist einfach der absolute Oberhammer. Da hat Aaron wirklich ein Meisterwerk erschaffen. Punktgenau bemalt und natürlich voll beweglich. Hier die Arme. Mit einer genialen Goldfarbe, die sogar noch einen Wash hat. Dann die Rüstung. Der andere Arm. Und die Beine. Auf der Fellhose und den Stiefeln ist ebenfalls ein leichter Wash. Und die Figur hat sogar den Power Punch. Hier von der Seite und von hinten. Auch die Rüstung ist komplett aus Resin gegossen. Hier die Prägung Mattel 1981. Die Fellhose und die Stiefel. Einfach nur großartig. Und dann noch die Waffen. Ebenfalls aus Resin gegossen, die Doppelaxt. Dann das Zauberschwert. Lässt sich problemlos biegen. Und der Schild. Und hier nun Slime Pit Teamen voll ausgestattet auf dem Stand zusammen mit der Slime Creature. Sieht einfach super aus. Da fehlen einem wirklich die Worte. Man bräuchte allerdings zwei Figuren, dass man eine original verpackt sammeln kann und die andere ausgepackt auf dem Stand. Was Aaron hier mit Hilfe von Albert Hulm und Olli erschaffen hat, ist wirklich absolute Spitzenklasse. Ich ziehe meinen Hut vor dieser großartigen Arbeit. Und damit neigt sich das Video auch schon wieder dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wie immer freue ich mich über Kommentare auf planeteturnia.de, YouTube, Facebook, Instagram oder wo auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal.